Willkommen, liebe Leute, zu Thief Deadly Shadows, also tödliche Schatten. Ich habe jetzt endlich mal etwas gefunden, das mir ein bisschen hilft, das in Deutsch umzuwandeln. Leider, glaube ich, Sprachausgabe Deutsch gibt es nicht. Da müsst ihr halt gut aufpassen, damit ihr alles versteht, weil ich kann nicht jedes einzelne Detail da übersetzen. Versuch's aber so gut wie möglich. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Spiel wird, weil im Teil 1 und 2 war ja der Konstantin, die Victoria, der Karas, Mechanisten hatten wir, Hammeriten hatten wir und diese Unterwelt-komischen Kreaturen. Jetzt bin ich mal gespannt, welche neue Gegner hier in diesem Spiel sind, um was es genau geht, was für neue Sachen es gibt. Lassen wir uns einfach mal überraschen. I got a tip last night from my fence. Heartless Perry. A nobleman named Lord Julian had some sort of quarrel and showed up at a local inn well after nightfall and in a foul mood. He's carrying a velvet bag about the size of a man's fist and it never leaves his sight. Sounds likely to be valuable, but I'll know for sure when I steal it from him. Perry sent over a floor plan of the place, the Blue Heron Inn. Finding his lordship won't be hard. His room number will be in the guest register, if I can get to the front desk to read it. The inn will have guards, but not as many as a private estate. That should make things easy, which is one of the reasons I'm willing to try it without knowing for sure what the take will be. Lord Julian is so protective of that bag. There's got to be something of value in it. Okay, Leute. Wir haben gesehen, hier steht ja, ich muss nichts übersetzen, ist alles in Deutsch übersetzt, das ist gut. Brechen Sie in das Gasthaus ein, finden Sie heraus, in welchem Zimmer Lord Julian sich aufhält und stehlen Sie Lord Julians Samtbeutel aus seinem Zimmer. So ein faustgroßer Beutel müsste viele Goldmünzen enthalten. So, gucken wir mal. Anspruch. Ah, ich kann sogar leicht, schwer und sowas einstellen. Aufmerksamkeit der Gegner gering. Kampfgeschick der Gegner gering. Anzahl der Gegner niedrig. Ihre Schadenstoleranz sehr niedrig. Stehlen Sie mindestens 40% der Beute dieser Mission. Finden Sie mindestens ein spezielles Beutestück dieser Mission. Aufmerksamkeit der Gegner normal. Ich glaube, ich mache normal. Sonst wird es zu langweilig. Anzahl der Gegner normal. Schade. Okay, alles klar. Das machen wir. Aufgaben haben wir schon. Ausrüstung, was habe ich denn bei mir? Ein Knüppel. Oh, mit Nägel oder Nieten? Damit es noch ein bisschen mehr schmerzt, oder was? Ein Dolch haben wir. Okay. Im ersten und zweiten Thief hatte ich ja ein Schwert. Ein Dolch ist auch nicht schlecht. Vielleicht für von hinten die Leute abzumurksen, keine Ahnung. Dann habe ich Wasserpfeil. Sieht auch cool aus, wie so Phosphorwasser. Leuchtet ja richtig geil. Breitkopfpfeile 5 Stück und Lärmpfeile. Aha. Die sehen aus wie so Pappeln oder wie das Zeug heißt, da was so Schilf. Wo am Sumpf wächst oder am Wasser. So sieht das aus. Okay. Alles klar, Leute, dann würde ich mal sagen, fangen wir an, ne? Okay, Leute, hier bin ich. Das Spiel hat leider einen Cut gemacht. Das heißt, ich muss Oh, da ist jemand. Ich muss die ganzen Sachen wieder zusammenflicken mit meinem Videobearbeitungsprogramm. Wie kann ich mich hier ducken? Kann ich das hier einstellen? Weil ich schmeiß mich jedes Mal raus dann vom Ladebildschirm, wenn da ein Filmchen kommt, wie jetzt in das Spiel, tut die Aufnahme abbrechen, habe ich jetzt gerade gesehen. Das wird wahrscheinlich dann jedes Mal passieren. Habe ich natürlich auch keinen Bock. Titelmenü, ja, toll. Machen wir mal Titelmenü.
Option, Steuerung, Befehle. Springen, gehen, kriechen. Oh, kriechen, gehen. Was hat er jetzt geändert? Shift, okay. Duckt er sich gerade oder nicht? Nee, da geht er. Er duckt sich nicht. Irgendwie. Oh. Sieht ganz anders aus jetzt hier mit diesem 3D-Effekt. Aber das gefällt mir noch nicht, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was ist denn hier los? Objekt rechts, links, bla bla bla, springen, Knüppel, bla bla bla. Schnell speichern, mache ich wieder auf F5, damit ich das so wie die anderen Spiele habe. Und F9 schnell laden. So, kriechen. Kriechen STRG. Wieso funktioniert das bei mir nicht? Soll ich mal auf C legen? Hier C irgendwie vergeben. Ich glaube, C ist hier gar nicht vergeben, oder? Okay, dann machen wir das mal auf C. Na, wo bin ich denn hier? So. C. Mal gucken. Nee, er duckt sich nicht, Leute. Ich kann nur laufen. Das ist ja doof. Oh, der Arme. Ich sehe meinen Knüppel auch nicht, wie in Thief 1 oder 2. Ah, das war der gleiche Synchronsprecher. Die Stimme habe ich gleich erkannt. So, ich kann nämlich nicht... Ja, wenn ich drauf drücke, hält der den Knüppel nicht hoch, so wie bei den anderen Teilen, sondern der schlägt gleich los. Das muss ich mir merken, nicht, dass mir hier ein Fehler passiert. Okay, ein Brunnen. Bin ich mal gespannt, wie das mit dem Schlösserknacken funktioniert und so. Ja. Die gleichen Töne wie bei Thief 1 und 2. Naja, immerhin etwas. Dass man kennt. So. Da steht noch einer. Am besten warte ich hier. Trotzdem nervt mich das jetzt mit dem Ducken. Also wenn ich auf C drücke, dann kriecht er nicht, sondern der läuft ganz langsam. Das ist schon komisch. On a nice leg of mutton, forgetting about this place. Ja, schön. Lassen wir dich gerade liegen, so. Also komischerweise macht er auf C das gleiche wie auf Gehen. Auf Shift. Bei beiden Tasten tut er einfach nur langsam laufen, aber ich kann mich nicht ducken. Das ist irgendwie doof. Warum er das macht, keine Ahnung. Da steht noch einer. Sounded almost someone there? Or what? Ja, wie komme ich da jetzt rein, wenn er sich jetzt nicht duckt? Ja, schön. Ja, okay, ich komme hier nicht rein. Nee. Ich kann nicht rein, Leute. Geht nicht. Oh, ihr Stresser, ey. Nee, nicht das hier. So. Steuerung, ausspiegeln. Nee. Also, warum er das macht, keine Ahnung. Springen, Knüppel, Dolch.
Weihwasser, Mine, Bombe, kriechen. Warum funktioniert das nicht? Auf String. String und C. Was anderes kann ich hier nicht machen. Wegzoomen, Karte, Waffe, bla 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 bla. Ach, ducken, Alter. Hä? Was ist denn der Unterschied zwischen kriechen und ducken? Ich dachte, kriechen ist ducken. In die Hocke gehen. Ah, jetzt verstehe ich. Kriechen, das ist langsam laufen, Alter. Oh, Junge. Okay, dann habe ich's. Ducken. Ah, das ist ja blöd. So. Endlich. So, ich kann gleich mal... Ah, den Ton kennen wir auch schon. So. Ich kann ja mal gucken. Hm, okay, nicht schlecht. Nicht schlecht, so. Oh. Eine Gaslampe. Ich habe schon Panik bekommen, dass es nicht funktioniert, aber so, scheint doch zu funktionieren. So, gucken wir mal, wo steht denn der Typ eigentlich? Ausschießen oder? Nee, komm, lass mal. Aha, eine Ratte. So. Alter, was ist denn das für eine Technik? Also wenn ich drehe, okay. Okay, okay, okay. Immer eine bestimmte Stellung. Okay, das heißt, ich muss mich dann beeilen. Wenn da jemand kommt, nicht viel Zeit. Gut. Auch komisches Knacksystem hier. So. Hier ist eine Leiter. Oh, scheiße. Oh, oh. Der Rooster kommt hierher. Ist der oben oder ist der... Ich glaube, der ist oben, ne? Ah, Kerzen kann man auch ausmachen. Geil. So. Oh, scheiße. Was ist das da vorne? Eine Katze? Hey, cool. Okay. Oh, da kommt er. Ich nehme an, die Lampe kann ich nicht ausschalten. Oh, das sieht aus wie... Der Wirt? Kann das sein? Lights are off. Maybe they're broke. Was that supposed to hurt? Oh, scheiße. Sag bloß der... Oh, nee, Alter. Jetzt hat er mich. Er hat gefragt, ob es wehtun soll. Der Sack. Okay, warte, da gehe ich mal. Oh, Katze. Ich bleib mal hier stehen. Hier ist noch was. Kann ich das ausschießen? Ah, vorbei. Nein. Der wird wahrscheinlich die Wache holen oder auch nicht. Wie sich das angehört hat, wo ich den Knüppel auf dem sein Schädel gehauen habe, ey. Wie so ein Hartgummischädel. Das ist die Katze, die muss irgendwie schon verrückt sein, weil die läuft immer im Kreis. Das machen Tiere ja, wenn die in so einem engen Käfig eingesperrt sind. Über Jahre.
Ach, er hat sich abreagiert. Jetzt kommt er wieder. Also ich würde da nicht nochmal runterlaufen, wenn ich dich wäre. What happened to the lights? Someone must have flipped the switch by mistake. Oh my god! Who the taff are you? Just... Ah, funktioniert nicht. Was that supposed to hurt? Alter! Ah, okay, der macht nichts. Ah, lassen wir ihn einfach. Wenn es eine Wache gewesen wäre, dann hätte ich jetzt Probleme. Dann hätte er mich wahrscheinlich gekillt. Ah. Don't hurt me. I didn't see nothing. Ja, ist okay. So, ich gehe mal hoch. Ah, Tür zu. Das sieht aus wie ein Kapitän, Alter. Kann ich den Teppich hier wegmachen? Nö. Okay. No, I'm unarmed. Ja, ich weiß, du bist nicht bewaffnet. Keine Angst. Oh. Should have gone to sea, like my brothers before me. Was hat denn der für ein Bart? Ich speichere mal ab, ey. Der sieht ja aus wie Captain Haddock. Bud Spencer-like, huh? I'll be home soon, drinking good dark ale, nibbling on a nice leg of mutton, forgetting about this place. Dass die Wachen immer meckern müssen, ne? So, ich glaube, das war nur eine Wache, oder? Der Lord ist nicht zu Hause. Oh, nee. Das wollte ich jetzt nicht aufheben. Wie kann ich es wieder hinschmeißen? Also, okay. Ah, wertvolle Objekte leuchten. Okay. Deutsch. Mein Freund, hochgeschätzter Lord Julian, ich erwarte euch heute Nacht im Lancaster-Zimmer und vertraue darauf, dass ihr euch ob des Risikos, das ich eingehe, großzügig erweisen werdet. Morris, der Koch. Hä? Ein Koch? Sind das... His Lordship has gone for a walk. Can't have gone far. Lieben die sich, ja? Diese heimliche Liebe. Zwischen zwei Kerlen. Hä? Das muss ich nochmal lesen. Mein Freund, hochgeschätzter Lord Julian. Okay, Freunde schon, aber das sieht schon komisch aus hier. Ich erwarte euch heute Nacht im Lancaster-Zimmer und vertraue darauf, dass ihr euch, ob des Risikos, das ich eingehe, großzügig erweisen werdet. Verstehe ich nicht ganz. Irgendwas hacken die doch aus. Ist das wertvoll? Nee. Ah, da ist das Lancaster-Zimmer. Sitzen so. Ich habe nur noch zwei Pfeile. Das ist schlecht. Ich habe ja zwei, glaube ich, verschossen. Verschwendet. Ich werde erstmal da die Fackel wegmachen. Und dann werde ich da unten mal. Hoffentlich klappt das. Out of the way, peasant. What the bloody? Oh, Scheiße. Sorry, Leute. Der hat schon wieder mich rausgeschmissen bei der Aufnahme.
Also jedes Mal, wenn ich das Spiel neu laden muss oder irgendwie eine Sequenz kommt, eine Filmsequenz, schmeißt er mich raus. Das heißt, ich muss alles wieder zusammen schnipseln. Das ist wieder extra Stress. Deswegen wäre es am besten, wenn ich das dann nicht abspeichere oder so, sondern alles in einem Zug durchspiele. Also, wir haben gesehen, die stehen da auf. Das ist natürlich scheiße. Erstmal muss ich die Wache irgendwie loswerden. Okay, hier oben ist gar nichts mehr. Die Wache muss ich irgendwie loswerden, so. Das ist ärgerlich, ey, dass er mich jetzt jedes Mal rauswirft. Ich habe schon am Anfang Probleme gehabt, das Spiel zu laden. Da kam der Auswahlbildschirm mit der Mission. Dann wollte ich das Spiel starten, dann hat er mich komplett rausgeschmissen aus Steam. Dann musste ich mir diesen Patch installieren und jetzt geht's ja. Spielen kann man es, aber... Well, you're a cook. What could you do? Every evening after sunset, the supply wagon comes through that gate and into the courtyard, and no one looks twice. Arrange for your men to be inside one evening. And then we cut our way through. 5 good men against 20, and my accursed cousin. My lord, listen. There is a passage leading into the castle from the courtyard. I can open it for you when you give me the signal. The torch in the lion's head sconce. You must put it out. The lion's head torch. Yes. And when I reach the vault and hold the bloodline opal, I will take my place as head of the family. The Lady Elizabeth will be waiting. Even now she'll be flattering him, giving me time to return. Only the medallion is the only key, my lord. You must keep hold of it. You forget Lord Ember has another. I hear he guards it with his life. My lord, I wish only for peace in the household. The opal is mine. I won that bet, Morris. I won it. Okay. Opal. Wie war's mit Opal? Ich habe mir gerade überlegt, was ich machen könnte mit der Aufnahme, mit dem Aufnahmeprogramm, dass er mich nicht mehr rausschmeißt. Ich könnte natürlich den Desktop aufnehmen, den kompletten Bildschirm, aber ich weiß halt dann nicht, wie die Qualität wird von dem Spiel. Das ist natürlich doof. Weil wenn ich Pech habe, nimmt er, sobald eine Videosequenz kommt, schmeißt er mich raus. Dann fehlen ein paar Sekunden von der Aufnahme. Das will ich natürlich auch nicht. Deswegen gucke ich mal, wie das dann wird danach, wenn ich die Mission abgeschlossen habe. Und dementsprechend werde ich dann handeln. Ich habe auch keine Lust, dass ich jetzt jedes Mal wieder 20 Teile zusammenschnitzen muss. Thought I seen something. Bleib weg, Junge! Alter, hau ab! What the bloody? Hello there! Hello? Somebody sneaking? I see you there. Let's do this. Help me! Hat mich erwischt, Alter. Krass. There's no escape, Taffer! Getting scared yet? Who did this? This is murder! Murder, ich hab nur K.O. geschlagen. Ich kann natürlich meine Breitkopfpfeile nehmen, aber... Soll ich mal... Komm, ich probier's mal. Scheiß drauf, Alter. Keine Gnade mehr. Oh, jetzt rennt er wieder los, Alter. I'm right tired of all this hiding, you taffin dog breath criminal. Jetzt hab ich den Pfeil verschwendet. So, da ist er ja. Must have escaped. That's not gonna look good on my record. I heard that. I'm not afraid.
Okay, der ist tot. Was that noise you? I ought to let them know what's happening here. No, it's over there. No, not you again. Ich wollte eigentlich keinen töten, aber ja, was soll's. So, wo ist der andere Pfeil, den ich da gerade verschwendet habe? Ja, der war doch gerade hier. War doch gerade hier, oder? Nee. Schade. I'm safe here. Safe. Safe. Wo hat er den Beutel bei sich? Keep away. Keep away. God, where are you? The murderer's chasing me. Geil. I thought you were some danger. The murderer is trying to kill me. Hat gar keinen Beutel bei sich. Ach komm, scheiß drauf. Alter. Hey, what do you think you're doing? Someone, get over here. So. Ja, ich hab's geklaut. I will have your head for this. Guards, guards. My word. I have to put my foot down. Close one, the bag feels heavy. I've still got the goods. There's something metal inside. Irgendein Metall drin. Okay, bin ich mal gespannt. Gehört oder was? Come out, miss. I'm sure you're a pretty thing. Okay. Wo sehe ich mein Inventar überhaupt? Das ist die Map, aber da muss ich mal gucken, Alter. Aufgaben, Ausrüstung. Beute. Kupferdolch, bla bla bla, Kupferteller, ja, Objekte, ja, keine Ahnung. Samtbeutel, kann ich ihn öffnen? Ne, da hat nur gesagt, da ist was Schweres drin aus Metall, aber was da drin ist genau? Sieht er mich nicht hier? Alter. Hä? Wo steht denn der? Ach so, der steht da vorne. Stimmt ja. Okay. Hä? Wo ist der überhaupt, der Typ? Wieso komme ich nicht an den ran? So, was soll ich jetzt machen? Einfach wieder weglaufen. Okay. Okay. Möchten Sie die Mission wirklich beenden? Ja, der wird mich wahrscheinlich gleich wieder rausschmeißen. Muss die ja beenden. Nothing like mixing in society, especially if it comes with good loot. The velvet bag turned out to hold a bronze medallion stamped with a griffin. Valuable enough, but more interesting was the conversation I overheard between Lord Julian and the cook. Especially the part about a huge opal and a conspiracy for stealing it. I'd hate to have anyone but me get a stone like that. But I need a better idea where to start looking. If I show the medallion to my fence, I'm sure he'll know more. Heartless Perry always does. Okay, Leute. Dann, okay, dann geht's um Opal, die nächste Mission. Und, okay, dann werde ich mich mal verabschieden, bevor er mich jetzt wieder rausschmeißt. Kann ich da jetzt irgendwie nochmal abspeichern oder so? Nee, geht natürlich nicht. Das ist natürlich scheiße. Oder kann ich backdrücken? Auch nicht, nee. Jop, okay. Wir gucken mal in der nächsten Mission, wie es weitergeht. Bis dann. Ciao.